ich grüße euch hier in meiner Welt bei Minecraft. Und, ja, du bist schon so ein Gewelt-Alien. Naja, egal. Auf jeden Fall, entschuldigt ganz kurz nur, ich hatte Schwierigkeiten mit meinem Treiber für die Grafikkarte, musste ich nachinstallieren, erzähle ich auch. Und habe dann vergessen, den Sound herunter zu regulieren. Deswegen ist der Sound jetzt ein bisschen laut. Und da ich alles auf einer Spur habe, kriege ich jetzt die Stimme nicht mehr so runterreguliert. Deswegen ist die Musik ein bisschen laut. Tut mir leid, aber in der Session ist mir das passiert. Kann ich jetzt im Nachhinein nichts mehr dran ändern. Da habe ich nicht die technischen Mittel für. Ich werde daran arbeiten, dass das zukünftig nicht mehr passiert, auch indem ich anders aussieht. So, bis dann. Na, tut mir leid, trotzdem viel Spaß mit dieser Folge. Ciao. Das ich gefunden habe. Habe ich das eigentlich jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Reihenfolge war. Ja, da. Na? Also wir haben ja letztes Mal einen ganzen Barren gefunden. Danach, ohne Scheiß, habe ich, ich schätze mal, noch eine anderthalb Stunden gesucht. Also auf der Karte hier in der Umgebung, um irgendwo und vielleicht noch mal sowas ähnliches wie Erz aufzutreiben. Aber es ist ums Verrecken nichts zu bekommen. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, wir haben ja hier unsere Beeren. Wir haben ja hier ein bisschen was angebaut, was ja durchaus auch funktioniert. Natürlich ist hier schon wieder alles überwuchert worden, was wir ursprünglich mal rausgehackt hatten. Aber naja, diese paar Felder, die wir hier haben, oh, da sehe ich, ist was gut, ne? Kartoffeln, schau an. Die können wir ja auf jeden Fall nutzen und das werden wir auch tun. Ich baue die hier mal zu. Sprich, wir können ja uns ja, wir können uns zumindest ernähren. Ja, und ich werde nicht jämmerlich krepieren, verhungern oder sonst was. Also irgendwie geht es ja doch weiter. Wobei, das mit dem Weizen habe ich immer noch nicht herausgefunden. Muss mal gucken, wie das geht, dass ich da was mir irgendwie zusammenbauen kann. Auf jeden Fall habe ich was zu futtern und habe mir gedacht, da wir ja eh hier noch, also ich muss hier ja wohl noch graben, auf Teufel komm raus und irgendwann mal vielleicht sowas ähnliches wie AW-Erz zu finden. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Sowas ähnliches wie, na ist auch egal. Habe ich mir gedacht, wir machen hier einen großen Umbau. Ja, also wenn ich jetzt schon hier bleiben muss, dann richte ich mich jetzt hier auch richtig ein. Sprich, hier wird jetzt richtig gerodet, umgebaut und gemacht und getan. Und zwar fange ich hier unten an. Ja, ich fange hier drin an. Ich suche mir jetzt ein schönes Plätzchen. Und werde dann einfach gnadenlos mal hier nach allen Seiten ausbauen. Dann wird das eben jetzt eine unterirdische Hütte. Unter Umständen ist mir scheißegal. Ich will jetzt endlich Erz haben, damit ich mal weitermachen kann. So, hier habe ich ja schon runtergebaut wie so ein Wahnsinniger, das hat es auch nicht wirklich gebracht. An anderer Stelle bin ich auch wieder runtergegangen, habe auch nichts gefunden, habe alles Mögliche gefunden, aber kein Erz, sogar Lava. Und deswegen ist jetzt Schicht im Schacht. Und beziehungsweise es ist nicht Schicht im Schacht, es geht jetzt hier los im Schacht. Und ich fange jetzt einfach hier mal an, einfach abzubauen. Ich mache jetzt hier einfach mal. Und schau mal, was passiert. Vielleicht treffe ich ja irgendwann mal auf Erz. Weil geht ja nie so weiter. Ich möchte jetzt mal richtig Felder anbauen, möchte richtig was ernten können. Und es geht nicht. Ne? Es ist ehrlich zum Kotzen. Ja. Ja, und das vorweg. Ja, dann habe ich ja. Letzte Woche habe ich, was war das? Was war denn das? Was hat denn da so geglüht? Ich habe es richtig gesehen. Es war Eisnerz. Ja, aber Eisnerz. Gott. Also, ja. Ich habe ja letzte Woche den Herrn der Ringe, für diejenigen, die es vielleicht sich angeschaut haben. Geht mir gleich einer ab. Ja, das war ja ein sehr, sehr erfolgreiches Let's Play. Was ist denn hier los? Ich kann mir eine Hacke machen.
Ja, ist es denn wahr? Ja, und da möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die auch da mitgemacht haben, die mich da unterstützt haben in der Form, dass sie eben einfach das Let's Play sich angeschaut haben. Und ja, ich habe jetzt DAO gestartet, Dragon Age Origins. Dazu möchte ich ganz gerne eure Meinung haben. Da ist noch mehr Erz, ich werde wahnsinnig. Wie euch das gefällt. Und ja, auch bin ich gerne offen für Vorschläge, was ich denn mal so spielen soll, was ihr denn mal gerne sehen möchtet. Vielleicht auch einfach nur, was ihr mir empfehlen wollt. Ne? Spiele, die ihr selber total gut findet und wo ihr sagt, das musst du mal spielen, das könnte was für dich sein. Grundsätzlich zocke ich ja eigentlich alles. Also ich bin da offen für alles. Hatte auch vor, das schöne Shadow Tactics noch zu spielen. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe. Aber das macht ja gerade der gute Red Sun. Der haut da ja richtig raus. Und ist auch richtig, richtig gut dabei. Kann ich nur empfehlen, euch das mal anzuschauen. Und ja, dann deswegen habe ich mich dann entschieden, erstmal ein Klassik-Idiot noch zu machen, ein Klassik-Spiel zu machen, also DAO. Und dann schaue ich mal, was ich so... Ich suche noch nach Ideen, was ich spielen könnte, wenn ich mit Witcher durch bin. Da spiele ich ja jetzt das letzte Add-on. Und habe da so das eine oder andere im Kopf, aber ich bin noch ein bisschen unentschieden. Und hab mir gedacht, vielleicht könnt ihr mir da ja irgendwelche Vorschläge machen, irgendwelche Tipps geben von Spielen, die ihr vielleicht selber spielt oder die ihr gerne als Let's Play haben wollt. Und deswegen an der Stelle jetzt einfach mal die Aufforderung. Ansonsten werde ich mir da selber was aussuchen. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Zeit, Blood and Wine wird noch ein bisschen gehen. Aber ich möchte das Ganze doch schon im Vorfeld planen und auch Klarheit für mich haben, damit das nicht irgendwie so eine Chaosaktion wird, sondern das soll schon alles in geordneten Bahnen gehen. Ja. So, dann jetzt hierhin zurück. Wir haben jetzt Erz gefunden, dreimal. Damit können wir uns eine Hacke holen, bauen und das werden wir jetzt auch tun und werden damit dann unsere Feldarbeiter ausbauen. Ist das schön? Da geht's dann, ja. Und dann muss ich mal gucken, dass wir aus diesem Haus, aus diesem Ungetüm hier irgendwas Brauchbares zaubern. Ich bin da noch ein bisschen auf Stück. Bin da noch so ein bisschen auf Ideensuche. Ich hab so ein paar Ideen, aber ich glaube, erstmal gestalte ich hier die Gegend ein bisschen um. Mach die mal ein bisschen platter, ein bisschen größer, dass man da mal auch mehr Übersicht hat. Bau noch ein paar Felder an, leg ein paar Wege an und schau mal, dass ich dass wir uns hier erstmal einrichten. Und dann gucken wir mal, was wir so anstellen. Ne? Minecraft bietet ja alle Möglichkeiten. Ich spiele ja auch immer noch auf friedlich. Irgendwann werden wir es vielleicht mal umstellen auf Überleben, dass wir dann eben auch ein paar Gegner haben. So dass überhaupt gewünscht wird und so dass überhaupt sinnvoll ist, wenn ich natürlich merke, dass das gar nicht hier gewollt wird, dass das auch gar nicht angenommen wird. Wobei ich nicht den Eindruck habe, dann werde ich das natürlich nicht mehr weitermachen, sondern werde das Let's Play dann auch einfach beenden und werde dann das Spiel nur noch für mich einfach weiterspielen. Was man hier ansieht, habe ich das noch? Ja. So. Ach, komm mal her. Komm mal her. So. Ach, ist das geil. Ja, mega, mega geil. Hier, komm, die bauen wir uns jetzt gleich mal, die Hacke. Immerhin eine. Wie war denn das nochmal? Guck mal, das ist schon so lange her. So, ne? Ja, genau. Wunderbar, wunderbar. Ach ja, habe ich hier glatt vergessen, die Zeit zu stoppen, wie lange wir schon überhaupt spielen. Das ist gekommen, weil ich habe meinen Nvidia
NVIDIA-Treiber abgedatet und irgendwie verträgt sich Renaissance nicht mit dem letzten Update von NVIDIA. Da musst du jetzt mal auf den alten Treiber zurückgreifen, um hier zocken zu können. Unglaublich, ne? Aber es ist tatsächlich so. So, kann man hier noch was ernten? Hier? Chili. Ja, ganz schön, aber Weizen bringt mir jetzt im Moment nicht so viel, weil ich auch so viel habe davon. Ohne Ende Weizen. Machen wir jetzt mal hier so 1, 2 und hauen mal hier den Chili noch hin. Und auch ein paar Felder. Definitiv. Definitiv brauche ich noch ein paar Felder. Was ist hier? Ja, und dann will ich auch vielleicht mal doch irgendwann mal auf Wanderschaft gehen oder vielleicht mal umziehen. Und die Gegend jetzt hier nicht so schön, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt so ein paar Minecraft-Videos angeguckt und bin da ein bisschen neidisch. Die haben alle richtig volles grünes Gras. Und ich habe hier alles so matt, so irgendwie so. Jede Menge. Ist das die Eiche? Ja, Eiche. Eichenhölzer, aber mein Holz können wir uns nicht beklagen, wenn wir auch noch ein bisschen benötigen. Aber also irgendwie ist die Gegend noch nicht so wirklich meins. Ne? Also, könnte irgendwie besser sein. Egal, wir machen jetzt hier eben kurz unsere Runde, sammeln das, was wir einsammeln können. Wir futtern, wie sieht es denn überhaupt aus? Oh, wir müssen mal wieder was essen, ne? Würde ich mal sagen, schwarze Heidelbeeren, da haben wir nur genug. Die futtern wir jetzt erstmal voll. Und dann fangen wir mal an umzubauen. Oh, was haben wir hier? Hier ist die Erde, die brauche ich gleich. Ja, die Idee ist also jetzt erstmal hier die Fläche zu vergrößern und auf jeden Fall noch ein bisschen was anzubauen. Dann nochmal weg von diesen reinen Stufen oder Blöckhopping, sondern mal wirklich Stufen auch zu bauen. Das wollen wir vielleicht auch dann kommen. Aber als allererstes vergrößern wir jetzt hier mal die Fläche. Ich habe so viel Erde, die werde ich jetzt erstmal verbauen. Und dann muss ich mal so gucken, wie ich das Ganze so angehe. Ich habe natürlich jetzt noch keinen Plan. Das werde ich mal auch neben den Folgen machen. Dass ich mir mal genau überlege, was man macht und dass man dann dementsprechend gezielt loslegt. Ihr könnt mir natürlich auch, ne, jederzeit Vorschläge machen und sagen, was ihr gerne hättet. Ich versuche das dann auch umzusetzen. Weiß nicht, ob mir das dann immer gelingt, aber versuchen werde ich es in jedem Fall. Weil das soll ja so eine Art Kommune werden. Also wir machen hier gemeinsam was. Wir bauen uns unser liebes Reich. Nein, wir bauen uns unser Reich an. Ich muss ja aufpassen, was ich sage, sonst werden mir die Videos gesperrt, womöglich. Die sind neue, genial schlaue Richtlinie, die man da von YouTube erlassen hat. Upsala. Ja, also Sex ist ganz was Böses. Gewalt ist okay. Suchen wollen wir nicht haben. Und böse Themen bitte auch nicht. So Tod, Teufel,
alles ganz, ganz übel. Also das wollen wir nicht. Wie gesagt, Gewalt, das geht. Aber das ist halt typisch amerikanisch. Ich meine, wer den Trump wählt, der lässt doch solche, der lässt doch solche komischen Richtlinien. Haben wir hier noch? Das ist nur Holz. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir mal einfach hier noch ein Feld an. Muss ich nur kurz überlegen. Ich würde ganz... Nee, wir werden... Bauen wir hier noch lang? Hier? Na, hier machen wir einfach... Hier machen wir jetzt einfach mal... Ja, wir haben ja so viel Stein. Wir werden jetzt mal uns ein paar Steinwege drumherum bauen. Um unsere Felder. Sollen wir wieder Rosengranit nehmen? Ja, Lapislazuli habe ich gefunden. Genau, ja, auf meiner Suche nach Erz bin ich so tief gekommen, dass ich sogar Lapislazuli gefunden habe, nur eben kein Erz. Das ist echt pervers. So, wir nehmen mal hier einen Rosengranit, da habe ich so viel von. Was ist das denn hier? Eine Goldnessel, na super. Kann ich doch bestimmt mal eben die Farbe umbauen, oder? Ja, dachte ich. Gut, kommt hier rein. Und weiter geht's. So. Also, lasst mich schauen. Wir bauen uns jetzt hier, würde ich sagen, so ein zwei Wege entlang. Zwei breit. Moment. Nee, ich brauche einmal das und einmal das. Ja. So, und dann brauche ich... Na. So. Das. So. Hm? Das vor. Na? Und jetzt kann man richtig graben. Dann machen wir uns hier so einen Weg davor, auf dem man schön vorgehen kann. Also die Erde, die werden wir gleich noch verbraten. Und dann auf der anderen Seite möchte ich dann auch gerne noch Felder anlegen. Das also die einzelnen Sorten an, ja, was weiß ich, Gemüse, Obst und dergleichen jeweils ein eigenes Feld haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so viele Felder wie jede Art anlegen werde, aber für die wir jetzt hier schon mal haben, auf jeden Fall möchte ich das schon, und da brauchen wir einfach noch ein paar Felder, damit das Ganze ordentlich aussieht, ein bisschen schick aussieht und wir dann auch das Ganze schön, ups, begehen können. Baue ich jetzt hier den Rosengranit hin. Da habe ich da so viel von abgebaut. Dass, upsala, so, dass das dringend verwurstet werden muss. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, ne? Sieht schon mal jetzt nach ein bisschen was aus. So, seht ihr, wenn ich hier jetzt noch Wasser hinhaben will, dann muss ich hier noch Feld hinbauen. Ja. Die Aufforderung bleibt bestehen, wenn ich irgendwas total schräg mache oder umständlich oder auch dumm, dann sagt mir Bescheid. Ne? Also 2, 3, 4, 5, das ist jetzt Ende. Ihr wisst, ich erhebe keinen Anspruch darauf, in irgendeiner Form auch nur ansatzweise ein Minecraft-Experte zu sein. Na komm her. Das, was ich hier mache, ist alles rein intuitiv. Ich befolge keinen wirklichen Plan. Ich habe auch keinen.
und im wahrsten Sinne keinen Plan. Und deswegen kann ich das alles nur einfach mal so rein. Habe ich jetzt hier Mist gebaut? Ja, ich habe Mist gebaut, ne? Ja, ich habe Mist gebaut. Warte, das ist Blödsinn. Das kann so. So weit wollte ich gar nicht. Ja. Hier wollte ich dann bauen. So. 3, 4, 5. So. Und dann machen wir das hier auch. Ich weiß gar nicht, ist 3 oder ist 4 die beste Breite? Wir bleiben aber 3, ne? Also. Ich muss das alles so ausfigern und erstmal schauen, was da wirklich so sinnig ist. Aber 3x5 erscheint mir ganz, ganz vernünftig. Ne, ist nicht zu breit, ist nicht zu schmal. Man kriegt ein bisschen was angebaut. Und ja, für die Ernährung reicht es allemal. So. Ne? So, und dann will ich... Das sieht doch schon ganz gut. Da machen wir da noch einen Zaun drum auf jeden Fall. Wir werden da auch noch ein bisschen mit Lichtern arbeiten. Und oh, da ist wieder ein schöner Sonnenuntergang. Wunderschön. Ja, was haben wir hier? Noch mehr. Oh, siehst du, Kartoffeln. Kartoffeln kriegen wir schon mal auf jeden Fall allein ein Feld mit voll. Die Melone. Och, sie wächst langsam, aber sie wächst. So. Ist ja putzig, ja. Na? Gott, wir gehen erstmal in die Haie, knallen uns mal ins Bett, pennen eine Runde, machen dann morgen weiter. Ja. So. Ach, sieht doch schon gleich geil besser aus. Ja, sieht doch schon ganz anders aus. Weil das sieht echt aus, als hätte ich hier Gräber ausgehoben, ne? Aber ja. Ihr wisst ja, dass das nicht so ist. Da fällt mir ein. Ja. Brauche ich ja mal meinen Eimer. Ja. Ich glaube, ich mache die jetzt mal gleich 2 breit, die Tür. So, wo habe ich den denn jetzt? Habe ich den hier? Brauche ich nicht. Habe ich den da? Brauche ich nicht. Da ist er. Ich bin ja richtig frei. Ich habe 4-mal Erz. Wahnsinn. So. Mal her. So. Und jetzt müssen wir jetzt mal das Wasser ein wenig verteilen. Ne? Was war das? Toll, ich habe 2-mal gedrückt und habe ich es geholt und gleich wieder rausgelassen, das Wasser. Sehr clever. Was ist das? Ah, passt. Ja. Ja, wenn ihr irgendwelche Musikwünsche habt, auch dafür bin ich offen, müsst ihr mir nur sagen. Ich werde dann versuchen, das entsprechend zu besorgen. Ups. Ne? Nur bitte nicht zu schräge Sachen. An der Mitte muss. Obwohl, eigentlich ist egal. Ihr könnt mir alle Vorschläge machen. Wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich es nicht. Dann wird eben nichts gespielt. So. Dann mal hier rein. Dann rein. Ja, das, was ich hier mache, das ist natürlich alles von anderen Let's Playern abgekupfert, abgeschaut. Würde nie, wäre nie auf die Idee, gekommen, dass man so die Felder bewässert. Das ist übrigens jetzt gerade von The Witcher. Ich liebe diese Musik, die ist so schön. Wie das ganze Spiel einfach genial ist. Da müssen wir noch einen packen. Einen noch hier hin. Da. Wenn man es einmal raus hat, ne? Einmal da. Einmal da.
einmal da. So. Ganz wundervoll, ganz ausgevorzüglich. Alpha. So, ja. Oh, erwachsen. Her damit. Us, erwachsen. Her damit. Ananaspflanzen, die brauchen noch. So, ich würde vorschlagen. Was haben wir denn hier? Das ist alles Kartoffel, ne? Das ganze Feld Kartoffeln? Nein, da habe ich Chili. Den Chili hau ich mal eben raus. Dann habe ich nämlich die Kartoffeln hier schon komplett. Dann habe ich ein komplettes Kartoffelfeld. Das finde ich sehr gut. So, dann habe ich hier, ist ja Ananas. Ananas, 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 alles Ananas. Sehr ananasig. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, noch eine Bambuspflanze. Habe ich denn jetzt hier Bambus und Soja? Machen wir jetzt hier, machen wir den Bambus rausnehmen. Ne? So, dann werden wir da schön die Bambussprossen anbauen. So. Wo ist er da? Da ist die Bambuspflanze, komm her. Kommst auch schon rüber. Und den Soja, den bauen wir hier an. Na, das ist unfassbar. Oh, dann geht wieder diese ekelhafte Sucherei los. Wo finde ich Erz? Kann man Erz nicht irgendwie züchten? Irgendwie ein spezielles Behältnis bauen, wo sich Erz vermehrt? Kartoffeln. Und hier ist Curry. Das ist alles Curry. Das ist Sesam. Spargel und Tomaten. Ja, mal gucken, was da so als nächstes fertig wird, würde ich sagen. Ne? Den Curry hier. Ja, den brauchen wir jetzt mal hier. So, du kommst mal da hin. Die Melone, die braucht ewig und 6 Tage. Baue ich jetzt mal hier hin. So. Chili. Dann kommt der Curry. Ja, nicht der Herr Currywurst, sondern nur der Curry hier. Ach, das war Chili. Ja. Ich hätte hier noch Curry. Ich komme nicht, habe ich nur noch Chili. Hm. Chili. Komm, den hau ich jetzt mal eben. Ja, den hau ich jetzt einfach mal hier rein. Den hau ich jetzt erstmal noch hier rein. So. Na, dann würde ich sagen, also hier Soja, da haben wir Bambussprossen. Hier haben wir Ananas, da haben wir Kartoffeln. Dann hier möchte ich ganz gerne den Curry anbauen. Ja, Chili werden wir auch hier lassen. Dann haben wir hier so die Gewürzecke. Und Tomaten haben wir ja auch noch. Die Tomaten sollen dann hier eigentlich rüber. Und der Spargel, den bauen wir dann hier an.
Alles Weitere muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber sieht doch schon mal ganz gut aus. Ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal Bilder, natürlich unsere Hacke, die lässt schon wieder schwer nach. Egal. So, dann bauen wir jetzt hier noch einen Gang hoch. Und auf der anderen Seite machen wir das auch. Hier. Wobei hier ist gar nicht so notwendig, weil hier ist das Wasser. Aber und dann da hinten her, da oben vor Kopf brauche ich auch noch einen Gang. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich hier die Erde wegreiße, machen wir und ganz wegreiße und ich dann auch hier einen Gang mache und dann hier Treppen runter, ne, zum Garten hin. Das wäre so eine Überlegung. Ich glaube, das werden wir auch so machen. Das ist eine gute Idee. Ja, das machen wir. Jetzt ist auch gute Nacht angesagt und die Folge ist auch beendet. Heute habe ich mal keine Kritik geäußert an irgendwelchen komischen YouTubern. Bin ja selber ein komischer YouTuber. Ja, also wie gesagt, Vorschläge für Spiele gerne genommen. Vorschläge, wie ich hier umbauen soll, anbauen soll, was ich noch alles machen soll. Alles gerne genommen, alles in die Kommentare rein. Freue ich mich drüber. Und natürlich freue ich mich überhaupt über ein Like, darüber, wenn ihr dabei seid und über ein Abo, da geht mir richtig was bei ab. Also da freue ich mich wirklich wahnsinnig drüber, wenn ich ein Abo bekomme. Möchte doch ganz gerne mal jetzt an die 30 Abonnenten ran, das wäre was. Ne? Also sagt's weiter, empfehlt mich weiter und schaut mich weiter. Dahin, ciao, euer Alien.